Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit einer neuen Runde Quizduell. Wie immer geht es heute wieder um ein Buch, das ich sogar geschrieben habe, ja. Ficken fürs Volk. Wenn der beliebige Spieler, der gleich von dem Computer ausgewählt wird, gegen mich gewinnen sollte, dann erhält er eine Nachricht und er kann sich dann dieses Buch bei mir sozusagen abholen oder sich schicken lassen. Ja. Und ich spiele jetzt gegen einen beliebigen Spieler, den kenne ich noch nicht, der wird gleich ausgewählt. Ich spiele erstmal die erste Runde. Und die erste Runde, da wähle ich Sport und Freizeit. Liegt mir ja, hoffentlich, mal schauen. Sport und Freizeit. Wo findet seit den 1970er Jahren die jährliche Weltmeisterschaft im Snooker statt? Ach du Scheiße. Sheffield, England, Dublin, Irland, Aberdeen, Schottland, Cardiff, Wales. No Shimmer. Dublin, oder? Nein, Sheffield. Geht ja gut los. Naja, gut, okay. Gegen welche Fußballmannschaft schied Borussia Dortmund in der UEFA Cup Champions League 2014, 2015 im Achtelfinale aus? AS Monaco, Juventus Turin, FC Porto, Real Madrid. Boah. Real Madrid. Juventus Turin, das ist ja totaler Scheißrunde hier. Okay, macht nichts. Wer unterlag im ersten rein deutschen Wimbledon-Finale? Boris Becker gegen Michael Stich. Wenn es das erste rein deutsche war. Aber ich würde sagen, ja, Boris Becker. Nein, Hilde Krawinkel. Was ist das denn? Oh, der hat doch gegen Michael Stich. Da war Hilde Krawinkel früher. Scheidenkleister, sage ich da nur. Mist. Jetzt gucken wir mal, wer mir als beliebigen Spieler zugeschrieben wird. Mal gucken, ob der es richtig hat. So, das ist ja eine tolle Runde gewesen. 0 Punkte nach 3 Fragen. Kacke. Ja, ich spiele jetzt die zweite Runde und mein beliebiger Spieler ist Bum Cha Cha. Nicht zu verwechseln mit dem ehemaligen Fußballer Bum Kuncha. Bum Cha Cha. Ja, und in der ersten Runde habe ich ja total gelost, aber. Bum Cha Cha auch. Das ist ja super. Ja, und die Kategorie, die er schon gespielt hat, aber für bei mir noch verdeckt ist, ist rund um die Welt. Und wir gucken mal, was passiert. Welche Frage kommt? Rund um die Welt. Wie heißt die Hauptstadt in diesem Land? Boah, was ist das für eine Fahne? Vilnius kenne ich nicht. Jerewan kenne ich nicht. Tiflis weiß ich nicht so genau. Riga. Tippe auf Jerewan. Kontenance, bitte. Ja. Und die zweite Frage: In welchem Land liegt Mitteleuropas größter Binnensee, der Balaton? In welchem Land? In Ungarn. Rumänien nicht, Bosnien nicht, Griechenland nicht, Ungarn. Ja, Bum Cha Cha wusste es auch, ist ja gut. So, und die dritte Frage in dieser Runde: Wie heißt der höchste Berg Frankreichs? Mont Blanc. Brauchen wir gar nicht drum rumreden. Mont Blanc. Das is ist es. Bum Cha Cha wusste es auch. Sehr easy peasy, sage ich jetzt mal. Das war die Runde 2 und ich führe 3 zu 2. Er wusste eins nicht. Yeah. Dritte Runde spiele ich und wähle die Kategorie. Na komm, ich wähle die Kategorie 2000er, glaube ich, die könnten mir liegen. Essen und Trinken macht und Geld mag ich nicht. Nein, 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 nein. 2000er. So, wie viele Verteidigungsminister hatte Deutschland von 2000 bis 2015? 4 Legislaturperioden. Vier, sind 3, nee, immer, 5. 6. 2000 bis 2015 sind 15 Jahre. In 15 Jahren hat man 4 Legislaturperioden, aber wenn es überschneidet, 98 ging es los, ja, scheiße, 98 ging es ja los bis 2002. Der von 98 war schon dabei, dann 2004, ach komm, stimmt. Mist! Wie heißt das Kernkraftwerk, das von 3 Kernschmelzen nach dem Tsunami in Japan 2011 betroffen war? Nagoya? Hiroshima ist es. Hiroshima. Zack. Ich bin doch bescheuert. Natürlich Fukushima, habe ich nicht gelesen. Mist. Ist diese Frage verständlich geschrieben? Ja, aber ich bin so doof, es zu lesen. Mist. Okay. Nächste Frage. Der Mars Rover
Curiosity landete am 5. August 2012 auf der Oberfläche des Mars. Wie viel wiegt das Fahrzeug? Was weiß denn ich? Kann nicht so schwer sein, oder? 55 Kilo. 900. Keine Ahnung. Ich dachte, wenn es in den Weltraum geht, muss es ein bisschen leichter sein. Aber gut. Blödsinn. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was Bumchacha macht. Ich habe wieder dreimal gelost. Wer kann denn der wieder dreimal lost? Ah, ja, gut. Aber ich führe ja noch. Mal sehen, was passiert. Ich spiele eine neue Runde gegen Bumchacha. Bumchacha hat aufgeholt. Wow, die Sau. Ich habe total gelost in der letzten Runde wieder, aber er hat zwei richtig gehabt. Ich guck mal gerade, was hat er denn richtig gemacht? Fukushima war auch schwer. Mist, da hab ich Mist gemacht, ne? Und bei 899 Kilo hätte man auch wissen können. Ärgern, ärgern. Gut, also ich spiele Runde 4. Körper und Geist hat er schon. Welcher Arzt untersucht hier einen Patienten? Ophthalmologe, Kardiologe, ist Herz, Venerologe, Podologe oder Ophthalmologe? Keine Ahnung. Augenarzt ist ein Podo. Opta. Huhu. Puh, das war Glück. Mann, oh Mann. Okay. Unter welchen Namen kennt man Komedonen, die sich bei Menschen im Gesicht befinden können, besser? Allesfresser, Saugwürmer, Abschmatzer, Mitesser. Mitesser. Puh, wusste ich auch nicht so genau, aber gut. Wie lautet der lateinische Name für Kopf? Alvus, Barba, Vultus, Caput. Kaputt. Kaputt? Kommt kaputt von kaputt? Uff. Ha! Gut geschlussfolgert, würde ich sagen. Ja, kann man ja stolz auf mich sein. Egal. Gut. Es steht 7 zu 6, aber für Boom Chacha, er hat auch alle drei richtig gehabt. Mist. Ja, jetzt spiele ich die fünfte Runde. Kinofilme oder Medienunterhaltung? Zeugen der Zeit mache ich nicht. Kinofilm, Medienunterhaltung, Kinofilm, Medienunterhaltung, b -b 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 Medienunterhaltung. Medien und Unterhaltung. Wer moderiert die Quizshow, wer Millionär? Ja gut, das ist Günther Jauch. Gut, alles klar. Karl Theodor von zu Gutenberg hat acht weitere Vornamen. Welcher der folgenden ist keiner davon? Maria, Sigmund, Silvester, Nikolaus, Silvester. Silvester oder Sigmund? Silvester. Nein, Sigmund. Ärgern. Ja, gut. Wer hat keinen Zwilling? Bruce Willis, Lars Bender, Selma Bouvier, Mary Kate Olsen. Bruce Willis hat einen Zwilling? Selma Bouvier kenne ich nicht, aber die anderen beiden haben einen Zwilling. Bruce Willis hat auch keinen Zwilling. Ja. Puh, da hätten wir doch schon von gehört. Ja, alles klar. Ich habe die fünfte Runde gespielt gegen Boom Chacha. Ich führe mit einem Punkt gerade, aber er hat drei Fragen hinten dran. Ach, naja, das wird eine enge Masche. Naja, gucken wir mal. Es geht in die letzte Runde gegen Boom Chacha. Boom Chacha hat schon gespielt. Es steht 8 zu 8 derzeit. Kunst und Kultur. Hohoho. Ich bin gespannt. Ja, ich spiele mal. Mal gucken, was passiert. Was ist das? Grand Arche, Adazi Freiheitsturm, Grabmal des unbekannten Soldaten in Wien, Arcul de Triomphe, Arc, nie gesehen, Bukarest könnte es sein. Nee, Paris ist das. Ach, Jemine. Diese Frage verständlich geschrieben, viel zu lang. Verständlich, ja, aber viel zu lang. So. Wie heißt ein Porträt von Claude Monet? Camille im grünen Kleid, Justine im blauen Mantel, Yvonne im gelben Rock, Suzanne im weißen Schleier. Habe ich das schon mal gehört? Suzanne im weißen Schleier. Nein, Camille im grünen Kleid. Aber das hat der Bumchacha auch falsch. Okay, jetzt geht's um die Gelbwurst. Pass auf. Wie heißt der knappe Don Quixote in der Oper Don Quixote? Amadis von Gallien, Miguel Mancha, Sancho Panza heißt der. Honore, Sancho Panza, aber das weiß der auch. Ja, Sancho Panza. Ja, und
Es ist ein Unentschieden geworden. Ja, ein Unentschieden ist es geworden. Boom, Chacha. Du hältst von mir eine Nachricht, dass du überhaupt in der Sendung mit dabei warst. Und ja, schön gespielt. 9 zu 9. Wir waren beide nicht so gut. Aber macht ja nichts. Das Buch kann ich dir leider nicht zusprechen, weil du hast nicht gewonnen. Nur die Sieger erhalten ein Buch. Und ja, vielleicht spielen wir ja wieder. Wenn jemand gegen mich spielen möchte, dann muss er einfach nur auf Quizduell gehen und nach shokibanoki.de, shoki-banoki.de suchen und mich eingeben und mich herausfordern und dann spiele ich auch mal gegen euch. Ich sage Cheerio, Miss Sophie, bis zum nächsten Quizduell.